hat ja in einem der letzten Videos gesagt, dass ich die neue Lidl Klappsäge von der, also die Klappsäge 2014 von der Lidl Klappsäge aus dem Jahr 2012 unterscheidet. Und ich habe die scheiß Klappsäge zu Hause gesucht und gesucht. War gestern Wäsche waschen unten im Keller, mach auf, guck am Regal vorbei und denk, was ist das Gelbes da? Warum habe ich den Keller liegen? Naja, vielleicht weil die so gut ist. Nee, ernsthaft, die 2014er ist besser als die 2012er, wobei die nicht schlecht. Ich zeige auch, ihr müsst jetzt selber mitzählen und wenn ihr wollt, auch die Zeit selber stoppen. Also zählen in Form von, wie oft ich brauche, um diesen Stock durchzutrennen und wie oft ich den damit durchtrenne. Flora Best, das sollte auch von Flora Best sein, aber das glaube ich nicht. Das muss eine andere Firma gewesen sein. Vom Stahl her schätze ich die gleich ein. Die haben einen dreiseitigen Anschliff. Ne, zweiseitigen. Am oberen Kopf sind die da mal quer geschliffen. Die hier ist von der Bauart die gleiche wie die vom Aldi und vom Kodi. Und die ist ein bisschen aggressiver angeschafft. Ist also nicht derselbe Anschliff, aber der war auch auf Zug. Und hier drauf steht Hofim GmbH Neckars Ulm. In Neckars Ulm ist die Firma beheimatet, ist Lidl beheimatet, auch in der Stiftschule. Ja, auf jeden Fall. Oh, hier ist ja so drauf abgedruckt, wann die gebaut wurde. 10, 20, 13, bei der hier leider nicht. Es könnte durchaus sein, dass es dieselbe Firma ist, weil das Modell fängt auch mit einer Z-Bezeichnung an. Dem 2012er Modell ist die Klingenlänge 170 mm, das steht auch noch hier drauf, und an dem hier ist die Klingenlänge 180 mm. Könnte die gleiche Firma sein. Das Diagramm ist auch das gleiche. Der Stahl ist auch ähnlich. Aber vielleicht haben sie sich ja jetzt mit dem neuen Modell bei Aldi orientiert oder an Aldi orientiert. Also zählt bitte selber mit und stoppt die Zeit selbst. Jetzt die neue Säge. Die geht wesentlich einfacher durch das Holz. Packt aber auch. Und hat für mich einen wesentlich geraderen Abschnitt. Das war mal nur so ein kleiner Vergleich zwischen der alten und der neuen. Und ich muss sagen, vom Design her gefällt sie mir besser. Der Griff ist besser. Der macht nämlich einen wesentlich stabileren Eindruck. Ist auch hier aus hartem Gummi. Da ist nur so eine Gummieinlage, ansonsten ist das hohles Plastik. Das kommt schon sehr gut an der Backung an. Weniger. So, die wird es wohl kaum noch zu kaufen geben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bewertung, Kommentare werden gerne gesehen.
sehen uns im nächsten Video. Tschüss, macht's gut.